Ich möchte mich zunächst dafür bedanken, dass ich heute Abend Gelegenheit habe, einen kleinen Impulsbeitrag zu Ihren Diskussionen zu liefern und Ihnen ein paar Anregungen aus meiner ganz persönlichen Sicht für die Lektüre des Textes des Papstes zu geben. Die größte Herausforderung beim Lesen dieses Textes scheint mir darin zu bestehen, zu erkennen und immer zu berücksichtigen, dass es sich bei diesem Schreiben um einen Text handelt, der sich an die gesamte globale Kirche wendet, an alle Mitglieder dieser Kirche auf der ganzen Welt, dass aber jeder einzelne von uns in einer ganz spezifischen, konkreten Situation, in einem ganz konkreten Land, in einer ganz konkreten Gemeinde lebt, die sich durch vieles kulturell, alltäglich, sozial von den vielen anderen Gemeinden dieser Kirche unterscheidet. Wenn man aber aktiv werden möchte und wenn man aus diesem Schreiben etwas für sein praktisches Leben gewinnen möchte, dann muss man sich die Stellen heraussuchen und die Stellen richtig interpretieren, die in diese konkrete Lebenssituation, in diese Lebenswelt gehören, und darf den Text nicht nur nutzen, um vielleicht seine eigenen Vorurteile über die Probleme und die allgemeine Schlechtigkeit der ganzen großen Welt nur bestätigt zu sehen. Es ist viel kritisiert worden an dem Text über die ökonomischen Zusammenhänge, die Franziskus in seinem Schreiben darstellt. Ich möchte das nicht wiederholen. Ich schließe mich vielen dieser Kritikpunkte inhaltlich an. Ich möchte aber auf einen ganz konkreten Punkt, den ich bedenklich finde, eingehen. Und das ist das Menschenbild, welches Franziskus uns in seinem Schreiben zeichnet. Franziskus spricht von einer Gleichgültigkeit, von einer Unfähigkeit, Mitleid zu entwickeln, die sich seiner Meinung nach in der ganzen Welt im Alltag ausbreitet. Er schreibt davon, dass eine Kultur des Wohlstands uns alle betäubt und dass gerade die wirtschaftlich entwickelten Länder, und damit meint er sicherlich auch Länder wie Deutschland, ethisch geschwächt seien. Ich glaube, er trifft damit ein verbreitetes Urteil, ich möchte sagen ein Vorurteil, welches oft genug uns im Zusammenhang mit unserer modernen westlichen Zivilisation begegnet und welches wir auch immer wieder durch Medien, durch Reportagen und Ähnliches, auch durch Literatur, durch Filme und so weiter bestätigt sehen. Was mir persönlich immer auffällt, ist, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dieser Darstellung und meinem ganz persönlichen täglichen Erleben. Ich treffe Menschen, die durchaus Mitleid miteinander empfinden, die durchaus aufeinander zugehen und sich gegenseitig helfen. Ich treffe Menschen, die sich des Leids der anderen in ihrem täglichen Alltag annehmen, die einander zuhören, die einander Kraft geben. Ich treffe natürlich auch Menschen, die sich über ihre Erfolge in der Arbeit freuen und die sich auch darüber freuen, dass sie diese Erfolge mit materiellen Vorteilen oder mit materiellem Wohlstand vergolten bekommen. Und ich treffe natürlich auch Menschen, die sich über ihr neues Auto und über ihr neues Telefon freuen. Aber ich sehe keine Gier unter den Menschen, mit denen ich spreche. Und ich treffe viele Unternehmer, die Unternehmen führen seit vielen Jahren oder die sich neu selbstständig gemacht haben. Ich treffe Mitarbeiter, erfolgreiche Mitarbeiter von Unternehmen und ähnliche. Und ich sehe immer wieder, dass es keine Gier gibt, dass es keine Vergötterung von materiellen Gegenständen gibt, dass es natürlich Freude gibt über das, was man geschafft hat, über das, was man sich auch kaufen kann, dass es Freude an technischen Errungenschaften gibt und so weiter. Natürlich gibt es Gier auf der Welt und natürlich gibt es auch
die Vergötterung von reinen materiellen Gegenständen, die an die Stelle menschlicher Beziehung gesetzt werden. Aber wir müssen uns immer fragen, wie viel erleben wir davon wirklich selbst tagtäglich? Und ich denke, wenn wir uns das fragen und wenn wir schauen, was erleben wir wirklich selbst, was erfahren wir nicht aus Medien, nicht aus der Zeitung, dann haben wir ein ganz anderes Bild, als Franziskus es in seinem Schreiben uns aufzeigt oder zumindest andeutet. Und deshalb denke ich, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir wirklich an der richtigen Stelle ansetzen, wenn wir über die Gier der Menschen nachdenken. Die Gier der Menschen ist immer fern und abstrakt, wenn wir sie gar nicht im Alltag in dieser Form erleben. Aber es ist ja nicht alles in Ordnung auf der Welt. Es ist ja nicht alles bestens. Wir wissen, dass die Umwelt unter den Menschen leidet. Wir wissen natürlich auch um den Klimawandel. Wir wissen auch, dass es Leid gibt und dass es Leid gibt, an dem wir mitwirken können, es zu verändern. Also müssen wir etwas tun. Aber wir können es nicht tun, indem wir den Menschen vor den Kopf stoßen und sagen, ihr seid gierig, ihr rennt nur dem Konsum hinterher. Die meisten Menschen sehen sich eingebunden in Zusammenhänge, in Zwänge, die sich aus ihrer täglichen Lebenspraxis ergeben, aus ihrem täglichen Arbeiten ergeben. Und schon seit vielen Jahrhunderten gibt es natürlich eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und dem, was den Menschen eigentlich vielleicht angeht, dem Zwischenmenschlichen, dem Aufeinanderzugehen. Und an dieser Stelle müssen wir ansetzen und müssen uns fragen, wie können wir diesen Menschen helfen, ein gemeinschaftliches Erlebnis dessen, was in der Gemeinschaft wichtig ist, zu erleben. Und da bin ich wieder ganz bei Franziskus. Es ist eine große Aufgabe einer Institution wie der katholischen Kirche, Gemeinschaft erlebbar zu machen, Gemeinschaft gemeinsam zu feiern. Das ist sicherlich für die Mitglieder dieser Kirche ein ganz wichtiger Punkt. Und warum ist das so ein wichtiger Punkt? Weil auf dieser Basis dieser Gemeinschaft die Menschen das tun können, was schon Kardinal von Galen, der münsterische Bischof zu Zeiten des Nationalsozialismus, in seiner berühmten Predigt gesagt hat. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen und durch das von Gott geprägte Gewissen, durch das vom Glauben geprägte Gewissen, spricht Gott zu uns. Und dieses Gewissen zu erforschen, das Gewissen eines jeden Einzelnen für sich zu erforschen, das ist in einer stabilen Gemeinschaft wie der Kirche sicherlich möglich. Und darauf, diese Gemeinschaft zu erhalten und zu pflegen, sollte sich die Kirche auch konzentrieren. Ich denke, das funktioniert aber nur, wenn den Menschen nicht der Eindruck erweckt wird, dass sie eigentlich nur konsumgierig und materiell orientiert an materiellem Wohlstand sind, sondern indem man ihnen sagt, du hast doch ein Gewissen und lebe es doch auch.